Hallo und herzlich willkommen in der Serie 25 im Herbst. Wir beginnen wie immer mit der Blitzerzone im Hot Wheels Park, diesmal mit der Blitzerzone Baumkronen, wo wir 265,5 km/h im McLaren 570S mit der Wertung S1900 erreichen müssen. Ich werde da jetzt mal eben kurz hinspringen. Beziehungsweise, das ist die hier, ich fange hier an. Dann wollen wir mal schauen, ob das klappt. So, jetzt so, 293 hat gereicht, um das Saisonziel abzuschließen. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Wir müssen im Rallye-Adventure DLC die Blitzerzone Tres Colinas ebenfalls mit dem McLaren 570S erledigen. Und da springen wir dann mal eben fix hin. Ja, so, dann sind wir jetzt im Rallye-DLC Blitzerzone Tres Colinas. Wir müssen erreichen 136,8 km/h. Das versuche ich mal von hier oben. So. Er ist für Offroad überhaupt nicht gemacht, dieses Auto, aber das heißt ja nichts. Reicht das ja trotzdem. Wird aber knapp. So. Es hat dennoch gereicht. Das Saisonziel ist auch im Rallye-DLC abgeschlossen. Dann erwartet uns als nächstes in Mexiko zurück drei Gefahrenschilder, und zwar mit dem Chevy ZR2. Alle drei Sprünge, Piste, Veranstaltung, Horizon und Wüstendünen. Und da springen wir jetzt hin. So, dann fangen wir also an mit dem Gefahrenschild Piste, und zwar ist das die am Aerodromo unten. Wir müssen erreichen 340 Meter glatt. Dann springen wir mal ans Ende. Wechseln das Auto auf den Chevy ZR2. Chevy. ZR2 B700. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob er das schafft. Meter ist nicht wenig für so ein schweres Auto. Das schafft der Dicke schon. Irgendwie. Thank you.
So, 340. Das hat er geschafft. Sehr gut. Top. Ja, dann gleich weiter zum nächsten Gefahrenschild. Und zwar das Veranstaltung Horizon Gefahrenschild, wo wir 230 Meter erreichen müssen. Dafür fangen wir natürlich nicht hier unten an, sondern wir springen dahin. Und dann 230 Meter, das dürfte ja machbar sein. Dann sehen wir auch noch mal das Teleskop hier wieder. Lange nicht gehabt. So, und Du hopp. hast dein Ziel erreicht. 230, 230. Komm, 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 komm. Jawohl. Knapp, aber geschafft. Und dann springen wir sofort weiter zum nächsten. Und zwar ist das das Gefahrenschild Wüstendünen, wo wir 220 Meter erreichen müssen. Das dürfte ja auch machbar sein. Denke ich. Komm, 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 komm. Jawohl. 270. Gut. Damit waren das alle fünf Saisonziele, die in der Saison Herbst erreicht werden müssen. Und jetzt gibt es wie immer noch die gewonnenen fünf Super Wheel Spins. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.